Ein Wintermärchen ist aus dünnem Papier. Ganz klein hat es einer gefaltet, bis es dick Schicht an Schicht lag. Dann hat er mit spitzer Schere Streifen und Kreise hineingeschnitten und Wellen und Hügel und Häuser und Kindergesichter im Profil. Wenn man es nun nimmt und mit vorsichtigen, vorsichtigen Fingern langsam und bedächtig die Schichten auseinanderzieht, schlägt man ein Land auf, so durchsichtig und wehend und verzaubert wie der Traum eines Neugeborenen.